Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max. Nächste Woche startet auf Amazon wieder ihre Cyber Monday Woche, wo es ja die ein oder anderen Hardware-Schnäppchen oder wie billig die dann auch immer sind, müssen wir mal gucken, eventuell abzugreifen gibt. Und traditionell mache ich ja jedes Jahr Richtung Weihnachten ein PC-Kaufberatungsvideo. Und jetzt ist es wieder soweit und ich habe diesmal auch wieder den Nilsson mit dabei. Hallo zusammen. Und wir haben wieder drei Zusammenstellungen, oder sagen wir so, wir haben diesmal mehr Zusammenstellungen, weil wir AMD und Intel Zusammenstellungen haben. Und am Anfang nochmal ganz kurz zu dem PC, den ich aktuell verwende, weil ich weiß, dass die Fragen eh wieder kommen werden. Und ich kann gleich sagen, ich würde keinem empfehlen, 1:1 meinen PC zu kaufen, einfach weil es sich preis-leistungsmäßig nicht lohnt. Nur mal ganz kurz am Anfang, weil, wie gesagt, ich weiß, die Frage kommt eh immer, was in meinem PC drin ist. Ich habe eine Samsung SSD, das Ganze kann man sich im Video vor diesem Video nochmal angucken, da habe ich die Kartons und die Sachen gezeigt, ein bisschen mehr dazu erzählt. Aber das ist ein PC, wo ich absolut nicht auf Preis-Leistung geguckt habe, sondern einfach nur, dass es ordentlich Wumms hat, dass es für Gaming übelst gute Performance hat, für Videogeschichten übelst gute Performance hat und dass das einfach flutscht. Also ich habe eine M2 SSD von Samsung in meinem PC, ich habe ein 8700K drinne, das ist übrigens auch der PC, auf dem ich gerade aufnehme, habe ich übelst Glück gehabt, dass ich den auch bekommen habe, den 8700K, habe ich bei drei Shops vorbestellt, hatte Glück, dass ich bei einem Shop ziemlich früh war, dann habe ich hier 16 GB RAM, eine 1080 Ti Founders Edition. Warum die Founders Edition? Weil ich die von Nvidia bekommen habe, vor einer ganzen Weile, schon ein bisschen her, halbes Jahr oder so, glaube ich. Wann kam die 1080 Ti raus? Ich glaube, schon ein Jahr alt, oder? Ein Jahr alt. Es ist schon ein bisschen her, wo ich die habe. Sind schon älter, die Dinger. Ist aber auf jeden Fall eine super Grafikkarte, aber preis-leistungsmäßig würde ich, wenn man nicht auf kompromisslos volle Gaming-Performance geht, vielleicht nicht unbedingt jetzt das die direkt empfehlen. Man sieht hier auch, die gibt es aktuell auch gar nicht mehr in der Version, wie ich sie habe. Deswegen stimmt auch der Endpreis hier unten nicht. Der Endpreis, da müsst ihr einfach nochmal 900 oder 800 Euro oben drauf hauen. Dann habe ich hier ein Mainboard mit 10 Gigabit Interface, Netzwerkinterface. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir das gekauft habe. Einen riesen fetten CPU-Lüfter oben drauf. Ein richtig krasses Gehäuse. Ich bin mittlerweile ein richtiger Fractal-Design-Gehäuse-Fan. Finde ich super, die Dinger. Und ein ordentliches Be-Quiet-Netzteil. Also das ist der Rechner, den ich gerade verwende. Aber, um mal zu sagen, den würde ich so nicht empfehlen, da kann man preis-leistungsmäßig vor allem in den unteren Regionen einiges machen. Wir haben uns diesmal einmal an dem, was der Nilsson selbst zusammengestellt hat, orientiert und an dem, was es aktuell bei Computerbase als Zusammenstellung gibt. Du bist ja schon ewig im Computerbase-Forum unterwegs, ne? Ja, kamen ein paar Beiträge inzwischen zusammen. Du hast ja, wie viele Beiträge hast du? 2500 oder? 13.000 irgendwas, glaube ich. Was? Auf jeden Fall viele. Und kann ich auch jedem nur empfehlen, wer sich einen Rechner zusammenstellen will, nicht einfach blind irgendeine Zusammenstellung kaufen, sondern sich überlegen, erstens, was will man machen? Das reicht, wenn man das wirklich in ganz grobe Sachen unterteilt. Also quasi, will ich Videobearbeitung machen? Will ich Gaming? Will ich Sachen spielen? Was will ich da spielen? Irgendwelche grafisch anspruchslosen, sagen wir mal, MMOs oder sowas? Oder sowas wie Battlefield? Und daran kann man sich eigentlich ganz gut dann entscheiden, legt man mehr Wert auf, sagen wir, eine SSD oder holt man sich vielleicht eher eine fettere Grafikkarte oder sowas in der Richtung, muss man halt immer abwägen. Und die Computer-Based-Zusammenstellungen sind eigentlich ziemlich gut und ich würde es jedem empfehlen, lest ein bisschen Forum, bevor ihr euch einen Rechner kauft, lest ein bisschen Reddit, so irgendwie PC Master Race Reddit oder irgendwie sowas in der Richtung. Da gibt es auch immer ganz gute Zusammenstellungen. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Zusammenstellungen an für 600 Euro, 900 Euro, 1400 Euro. Teilweise die Computer-Based-Zusammenstellung, wo wir ein bisschen variieren und ein bisschen was zu erzählen. Und Zusammenstellung vom Nilsson noch. Und ich würde sagen, fangen wir an mit 600 Euro. Muss ich jetzt erstmal hier so umschalten. Genau, 600 Euro, was gibt's zu dieser Preisklasse zu sagen? Wahrscheinlich hauptsächlich, dass man nicht viel Raum für Spirenzchen hat, oder? Also nicht, ja, genau. Nicht viel experimentieren kann. Also, ich denke mal, 600 Euro ist die gute Einsteigerklasse. Klar geht's auch günstiger und kommt halt auch wirklich darauf an, was man für Spiele zockt. Ich meine, wenn man den ganzen Tag nur, was weiß ich, League of Legends kann man, und da ja, nicht das unbedingt... Das ist sonderlich anspruchsvoll. Genau, da kann man durchaus günstiger kaufen. Allerdings, wenn man ein bisschen was auch in die Zukunft kauft, ich meine, so ein Rechner, der will ja auch länger wie ein Jahr halten,
macht es durchaus Sinn, wenn man komplett neu kauft. Und die Zusammenstellungen, die wir haben, gehen wirklich an Leute, die komplett neu kaufen und nicht aufrüsten. Ich sage, ich mal mit so 600 € gut beraten. Und weil eben komplett neu und der Rechner ein paar Jahre halten soll, habe ich die Zusammenstellung in der Richtung ausgelegt, dass man ein gutes Grundgerüst hat und dabei allerdings ein wenig auf das letzte Quäntchen Grafikleistung verzichtet, was für 600 € möglich wäre. Sieht man auch schon daran, dass zum Beispiel eine 525 GB SSD da drin ist. Wenn man 525 GB SSD einkauft, ist klar, dass das Budget da ein bisschen geschnitten wird für die Grafikkarte. Aber ich denke mal, so eine Grafikkarte kann man in ein, zwei Jahren leichter austauschen wie eine SSD, wo man dann komplett klonen muss und die hält ja auch eine Zeit. Zumal ich finde, eine SSD, und ihr wisst ja, das hat bei uns immer so ein bisschen Tradition, wir lesen nicht einfach die Listen vor, sondern schwätzen auch noch ein bisschen dazu. Wobei ich hab's, glaub, das habe ich, glaube ich, in allen letzten Kaufberatungsvideos auch schon gesagt. Ich finde, es hat die letzten 10 Jahre so von der gefühlten Geschwindigkeit her nichts einen PC so beschleunigt wie eine SSD. Ich würde heute einfach selbst nicht mehr an einem Rechner sitzen wollen, der keine SSD hat. Das auf Ist jeden Fall. einfach so. Ich merke es vor allem, wenn ich bei mir da, ich habe hier eine lokale SSD eingebaut und ein NAS, mit, wo halt meine ganzen Daten drauf liegen, und wenn ich auf dem NAS navigiere, dann nochmal doppelt schlimm. Das ist zum einen so eine 500, 5200 Umdrehungen Festplatte drin ist und übers Netzwerk. Wenn man, da wird man ja alt, wenn man da Daten sucht, irgendwie so durch die großen Listen mit Bildern durchgeht, bis erstmal diese Vorschaubilder geladen werden, dauert ja 10 Minuten Ja, gefühlt. vor allem so Kleinigkeiten, wenn du viele kleine Dateien hast, das ist halt auf einer Magnetfestplatte übelst lahm. Da spielen die SSDs richtig ihre Stärke aus. Also wie gesagt, man kann, das ist auch wichtig, deswegen habe ich es am Anfang nochmal gesagt, man kann das hier variieren. Man könnte jetzt beispielsweise sagen, hey, ich will unbedingt eine stärkere Grafikkarte in Form von irgendwie, was wären die nächste? 1600? Oder was wären die Ja, nächste? die 1060. Nicht 1600, 1060 WTF. 1000, kommt, das kommt dann in 5 Jahren ungefähr, würde ich sagen. 1600. Kann man natürlich variieren. Man könnte sagen, hey, wir nehmen hier anstatt der 1050 die eine 1060 und lässt dafür eine SSD weg, macht eine Magnetfestplatte rein, die dann halt einfach mal, sagen wir mal, 90 € billiger ist, wenn man wirklich sich mal auf das Niedrigste beschränkt, wenn man da, sagen wir mal, eine Terabyte, normale Terabyte-Festplatte reinmachen würde, dann blickst du so bei 40, 50 €, denke ich mal, ne? So in dem Dreh. Ja. Da würde man was sparen und dann könnte man vielleicht sagen, hey, wenn es mir um volle Grafikperformance geht, nehme ich den Boxlüfter, lass den Lüfter weg, eventuell nehme ich sogar eine kleinere CPU und hau mir eine 1060 rein. Das muss man gucken, aber ich finde die Zusammenstellung so nicht schlecht. Da hat man ordentliche Plattenperformance, ordentliche CPU-Performance und Grafik reicht eigentlich auch. So, jetzt übergebe ich einmal Genau. wieder an dich, warum sind da die Sachen so drinne, wie sie drin sind? Ja, okay, die SSD ist halt drin, weil so gut und günstig ist. Brauchbare Geschwindigkeiten, alles was schneller ist. Ich meine, was man heute an Geschwindigkeiten für SSDs bekommt, sind die Zahlen ja gerade so winzig dagegen. Allerdings, normalen Anwender spürt die nicht, weil zum einen ist halt hauptsächlich die niedrigen Zugriffszeiten, die eine SSD ausmachen. Und wenn man eben wirklich Daten lädt, ein Spiel lädt oder so, ist es inzwischen so, dass man dann eher sogar im CPU-Limit hängt, weil die Daten, die geladen werden, die müssen dekomprimiert werden, entpackt werden. Dann kann die SSD noch so schnell sein, wenn die CPU nicht mehr hinterherkommt, die Daten zu entpacken. Und was man sagen muss, bei Multiplayer-Spielen ist es ja mittlerweile auch so, das dauert ja immer, bis eine Runde anfängt. Und die haben das ja absichtlich schon so gebaut, dass auch Leute, die eine langsamere Platte haben, quasi nicht erst spawnen, nachdem die Runde schon 15 Sekunden begonnen hat. Das wäre ja auch total bescheuert. Also das heißt, bei Multiplayer-Spielen profitiert man manchmal, also selbst wenn es einen Ticken langsamer lädt, ist da auch nicht so schlimm Nee. oftmals. Und es reicht trotzdem, die Zugriffszeiten machen aus. Deswegen würde ich auch sagen, meine SSD, die ich hier in meinem Rechner drin habe, diese M2, also diese Samsung Evo 960 M2, die hat zwar übertrieben krasse Lese- und Schreibperformance hier, geben sie an mit 3200 MB die Sekunde lesen und 1800 MB die Sekunde schreiben, das kommt sogar ungefähr hin, aber ich merke davon nichts. Ich merke davon wirklich gar nichts. Es ist überhaupt kein Unterschied. Deswegen, preis-leistungsmäßig würde ich eindeutig eher das empfehlen, was der Nilsson hier reingebaut hat, anstatt das, was ich in meinem Rechner habe. Lieber ein So, bisschen mehr, CPU. genau, lieber ein bisschen mehr Speicher als
die schnellere Geschwindigkeit. Richtig, richtig. Deswegen finde ich es auch gut, dass du hier ein halbes Terabyte SSD reingehauen hast. Man könnte natürlich auch so Dinger machen wieder wie, man macht nur eine 60 oder eine 120 Gigabyte SSD rein fürs System. Kann man machen, dann vielleicht noch eine Magnetplatte dabei. Aber ich finde es einfach echt angenehm, wenn man so viel SSD-Speicher hat, dass man ohne Probleme das Betriebssystem draufhauen kann, plus noch die meistbenutzten Programme und halt auch die meistbenutzten Spiele. Und da reichen 500 GB für, aber man kann damit jetzt auch keine großen Sprünge machen. Nee, das ist gute Mitte. Wenn man wirklich die übertriebenen Platz braucht, natürlich, wenn man große Videosammlungen hat oder Haufen Dateien, dann muss man halt einen Speicherplatz kaufen. Aber wenn eben die 525 GB lang, auf jeden Fall die SSD nehmen. Aktuelles Call of Duty hat 105 GB. Die haben echt den Arsch offen. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Für was? Keine Ahnung. Vielleicht für unkomprimierte Zwischensequenzen oder so. Kein Schimmer. Ich kann es dir nicht sagen, warum das so groß ist, das Game. Naja, machen wir mal weiter. Genug zur SSD. Ja. Wichtiger CPU. Ist jetzt drin ein i3-1100. Vierkerner. Es ist jetzt neu mit den Intel Coffee Lakes, die jetzt seit einem Monat oder so da sind, dass eben die i3s anstatt wie bisher zwei Kerne und Hyperthreading vier echte Kerne bekommen haben, also praktisch die alten i5 übernommen haben, praktisch die Aufgabe. Und ich sag mal, durchaus für 113 Euro oder was das jetzt sind, ein vier Kerne, kann man nicht viel falsch machen. Basistakt 3,6 GHz ist auch nicht gerade wenig. Wie ist denn? Erzähl erstmal fertig. Er ist auf jeden Fall besser, als wenn man den Preisbereich früher nur mit zwei Kernen gekauft hat. Oder wenn man noch ein bisschen mehr sparen will, könnte man natürlich jetzt noch ein Pentium oder ein Celeron nehmen mit dann zwei Kernen. Aber wenn man wirklich solide Grundlage haben will, würde ich auf jeden Fall nie mehr unter vier Kerne gehen. Vor allem bei den Preisen heutzutage. Das denke ich auch. Also. Sehr, wie gesagt, man kann variieren, habe ich am Anfang schon gesagt, aber trotzdem, ich finde, vier Kerne 2017 und für die nächsten 1-2 Jahre, wofür der Rechner dann ja auch wahrscheinlich ausgelegt sein wird, wenn man sich jetzt einen Rechner kauft, ich würde auch nichts mehr unter vier Kernen machen. Ich meine, so eine Grafikkarte kann man, wie du schon gesagt hast, relativ simpel aufrüsten. Klar, eine CPU kann man theoretisch auch aufrüsten, aber also man profitiert schon ziemlich mittlerweile von vier Kernen. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass immer mehr Games ordentlich laufen mit vier Kernen und vier Kerne und mehr. Die Zukunft gehört auf jeden Fall vier Kernen plus, meiner Ansicht nach. Ja, denke ich mal, wenn man auf jeden Fall zwei Kerne würde ich auch nicht mehr kaufen. Man sieht es wirklich bei den Benchmarks und Spielen, dass zwischen zwei und vier Kernen ist ein Riesensprung in der Leistung und dann nochmal von vier auf sechs oder acht im Moment. Sieht man richtig in den Benchmarks, dass diese vier Kerne alle relativ nah beieinander liegen und die zwei Kerne und dazwischen eben richtige Sprünge sind von 20, 30, 40, 50% Leistung. Und es ist schon eine Hausnummer. Ja, auf jeden Fall. Zumal man macht ja auch heutzutage mit seinem Rechner noch ein bisschen mehr. Ich meine, wie viele Leute haben beispielsweise mal einen Twitch-Livestream an, noch irgendwelche Discord offen? Und der Trend heutzutage ist ja, vor allem bei Desktop-Anwendungen, dass die immer RAM-hungriger und auch immer CPU-hungriger werden, obwohl sie im Endeffekt auch nicht mehr machen. Apropos RAM, mir fällt gerade was auf, ich habe den RAM vergessen. Warum ist der RAM da nicht drin? Das ist schlecht. Warum ist der RAM nicht drin? dann muss da noch ein RAM oben drauf. Ja. Wir aktualisieren die Liste dann wird es ein bisschen teurer als 600 Euro. Ich sage, okay, wenn man uns 600 Euro bleiben will, kann man einen CPU-Lüfter rauswerfen, dann bleibt man drunter. Oh, das ist nicht ganz lang. Das verdammt. Ja. Fail. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, das kriegen wir. Der RAM ist doch das Einfachste. Das kriegen wir gefixt. Okay, dann ist es ganz. Dann müssen wir uns korrigieren. Es sind keine 600 Euro für das System, sondern ein bisschen mehr. Aber trotzdem finde ich, ist das immer noch eine ziemlich runde Zusammenstellung, weil du kriegst solide Performance IO-technisch durch die SSD, du hast gute Performance durch die CPU mit vier Kernen, das reicht dicke, und du hast auch ordentliche Grafikperformance. Das passt. Ja.
Was kosten aktuell so 8 GB RAM, so 140 oder? Mal kurz gucken, geh mal kurz auf Geizhals, da was kosten. Ja, ich guck mal, was das was. RAM ist relativ teuer im Moment. RAM ist zurzeit richtig teuer. Mal gucken, ja, Arbeitsspeicher, DDR4. 8 GB sollten es schon sein. Ja, das kostet dann ungefähr die Hälfte, also irgendwie so, keine Ahnung, 70 Euro oder so. Hm? Ja, RAM ist halt teuer im Moment, da gibt es. Geht hier so ab 66 Euro los. Ab 66 Euro, ja, so ungefähr, also um die 70 Euro muss man dann nochmal oben drauf rechnen für einen ordentlichen RAM-Riegel oder irgendein Kit. Aber da muss man leider aktuell durch. RAM-Preise sind relativ hoch und ich finde, es ist jetzt auch erstmal nicht abzusehen, dass es deutlich billiger wird. So. Ja. Speicher. Deswegen ist auch im Moment Grafikkarten auch relativ teuer im Vergleich, zwar auch wegen Mining, aber eben auch weil Speicher. Der VRAM, der da drauf ist, ist ja auch SD-RAM. Und der ist dementsprechend auch teuer. Allgemein Speicher ist relativ teuer zurzeit. Ja. Was ich mich jetzt noch frage, ist, wie ist so die Zeit, beziehungsweise sind die Dinger lieferbar, weil ich meine, Coffee Lake hat ja allgemein relativ schwierige Lieferbedingungen. Bei dem i3 geht ja noch, das ist ja einer noch mit 4 Kernen. Ja, ich sehe es hier die auch. Die Produktion dafür ist noch nicht das Problem, es sind halt hauptsächlich die 6 Kerner, der i5 und der i7, die Probleme haben, aber der i3 ist lieferbar. Ja, gibt's genug. Wenn man jetzt ein bisschen sparen will, kann man theoretisch hier noch bei der SSD ein bisschen runtergehen. Man könnte den CPU-Lüfter weglassen und den Boxkühler verwenden und solche Sachen. Dann ist der RAM, dann ist man auch wieder bei 600 Euro und hat den RAM dabei. Ja. Das funktioniert. Was den Preis halt auch ein bisschen hochtreibt, ist, dass die Coffee Lakes im Moment nur mit den Z370 Boards laufen, weil Intel noch nicht die anderen Chipsätze freigegeben hat. Was eben den Preis eh noch ein bisschen hochtreibt. Aber wenn man sich die Alternative anschaut von AMD, den 4-Kerner Ryzen, der kostet halt ein bisschen mehr wie der i3, da gleicht sich das mit dem günstigen Mainboard wieder aus. Und deswegen habe ich jetzt hier den i3 genommen, weil er einfach einen Tick schneller ist in dem Bereich als der Ryzen. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, warum kein AMD? Aber du hast ja gerade beantwortet, und wir haben noch ein paar AMD-Systeme da oben. Ja, in dem Preisbereich ist der Intel halt, ich glaube, so 15-20% schneller, je nachdem, welchen Benchmark man zugrunde legt. Ja, was ich witzig finde, ist, dass dank AMD du dir zurzeit bessere Intel-Rechner kaufen kannst als früher. Ja. Ich meine, die mussten halt gezwungenermaßen jetzt ein bisschen was nachlegen. Und ich wollte mir ursprünglich hier für meinen neuen PC ja tatsächlich ein AMD-System kaufen, noch vor ein paar Monaten. Aber ich muss sagen, der 8700K als Plattform war dann doch zu attraktiv für mich, da ich gesagt habe, hey, jetzt wird es doch nochmal ein Intel-System. Ja, aber ich habe auch ein bisschen gemerkt, dass der Release von Coffee Lake jetzt ein bisschen überhastet war. Man sieht es ja bei der Verfügbarkeit, dass dann einfach Intel gemerkt hat, AMD gewinnt auf einmal Marktanteile, wir müssen was machen. Und haben dann eben hier Coffee Lake praktisch direkt wieder alles gekontert, was AMD vor ein paar Monaten rausgebracht hat. Ja, sie haben das ja, sag mal, bei AMD hat ja immer noch Vorteile, wenn es wirklich rein um die Anzahl von CPU-Kernen geht. Und man hat auch gemerkt, dass Intel schon so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen ist, vor allem so auch im Ausblick auf die Zukunft. So nach dem Motto, jetzt können wir noch einmal quasi was raushauen, aber wie wird das denn in Zukunft? Weil AMD ruht sich jetzt ja hoffentlich, ne, auch nicht komplett auf der Sache aus. Und die nächsten Sachen von AMD sind ja schon in Reichweite. Und dann wird das eh nochmal neu gemischt. Vielleicht kommt dann wirklich wieder die nächsten Jahre sowas, wie wir, sagen wir mal, 2004 rum oder so, auch schon mal hatten, zu den Zeiten, wo quasi AMD auf allen Linien preis-leistungstechnisch, vor allem auch im Desktop-Bereich, unangefochten vorne gewesen ist. Ja, aber mal gucken, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Man muss sich einfach mal die Geschäftszahlen angucken von AMD und Intel. Intel hat so viel Gewinn gemacht, wie AMD Umsatz hat. Das muss man sich mal überlegen. Der reine Gewinn von Intel ist so hoch wie der Umsatz von AMD. Ich weiß das heißt, auch gar nicht mal, welche Marktmacht Intel da an der Stelle hat. Ich frage mich gerade, wem gehört eigentlich AMD mittlerweile? Ich blick da nicht mehr durch. Das hat mal irgendwelchen Scheichs gehört zwischendurch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal, machen wir weiter. Ja.
Grafikkarte. Ihr wisst ja bei diesen Videos, am Anfang erzählen wir immer relativ viel, am Ende geht's halt zack, zack, Zusammenstellung, Schlag auf Schlag, weil dann sind wir ja schon alles losgeworden. So, was haben wir als nächstes? Grafikkarte. Ja, glaube ich drin, eine 1050 Ti. Wie schon erwähnt, für 600 Euro bekäme er wahrscheinlich auch einen Rechner mit einer 1060. Allerdings, die 1050 Ti ist jetzt keine schlechte Karte. Es ist sogar erstaunlich, was die für 150 Euro noch alles schafft. Man darf jetzt nicht die Regler alle nach ganzer Rechts schieben, nach Ultra oder Hoch, ja, sondern es ist eher halt eine für Low, Medium. Aber wenn man, das langt ja für die meisten Spiele auch. Und wenn man eben die, ich sag mal so, die weniger anfordernden Spiele, was weiß ich, Counter-Strike oder League of Legends oder World of Tanks, die sind die ganzen, da langt die 1050 locker. Entweder hochdrehen oder die Teilzahl niedrig lassen und mehr FPS, je nachdem, was einem lieber ist. Aber jemand, genau, der 4K spielen will oder, sag mal so, High Details und 144 FPS und sowas, der kauft sich keinen 600 bis 700 Euro Rechner. Nee, das sowieso nicht. Und Grafikkarte ist auch das Einfachste ausgetauscht in ein, zwei Jahren. Dann kann man sagen, okay, in zwei Jahren steigt man nochmal 200 Euro rein, kauft sich dann, was weiß ich, eine 2050 oder eine 3050, ja, oder was auch immer dann da ist oder was auch immer AMD dann auf dem Markt hat. Und hat dann wieder einen guten Rechner und wie gesagt, durch den i3, ich sag mal, bis vor einem halben Jahr, als Ryzen kam, oder bis vor 4 Wochen, als jetzt Coffee Lake kam, war sowieso 4 Kerne, sage ich mal, der Status quo. Das heißt, es wird auch in den nächsten Jahren durchaus langen, weil die meisten Rechner, die unterwegs sind, die ganzen i5s oder die über die Zeit weggegangen sind oder die alten i7s, die nur Hyper-Threading hatten für die 8 Threads, die sind ja noch weit verbreitet, das wird jetzt nicht auf einmal nichts ändern. Und man hat ja gesehen, wie lange es wirklich gedauert hat, bis 4 Kerne der Status quo ist und genutzt wird und bis wirklich die Engines so weit sind, dass wirklich 6 und mehr Kerne wirklich zwingend notwendig sind. Das bringt schon Vorteile, da kommen wir nochmal später zu, wenn wir dann die anderen Zusammenstellungen uns anschauen. Allerdings 4 Kerne macht jetzt wirklich nichts falsch mit. Nee, ich finde, das sollte im Jahr 2017 auch echt, oder fast 2018, man kauft es ja im Endeffekt für 2018, 4 Kerne. Ich hätte kein gutes Gefühl auch mehr dabei, mir einen Rechner zu kaufen mit 2 Kernen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Klar, variieren kann man immer. So, was haben wir als nächstes? Mainboard. Gibt es dazu irgendwas Großartiges zu sagen, außer halt ist Mainboard? Ist halt günstiges Mainboard, das Nötigste hat. Sieht hässlich aus. Ist halt so. Ist halt. Das Problem ist halt, wie Intel hat für die Coffee Lakes bisher nur den Z370-Chipsatz freigegeben. Deswegen sind die alle noch relativ teuer mit 103 Euro. Ist es halt nichts zu machen. Wenn man den i3 haben will, muss man sich Z370 Board kaufen. Aber wie vorhin gesagt, ja, wenn man den vergleichbaren AMD kauft, der kostet die CPU halt ein paar Euro mehr. Ich gucke mir gerade die Anschlüsse von dem Mainboard an. Hm. Natürlich, und das ist in der 600 bis 700 Euro Kategorie eigentlich immer der Fall. Irgendwo musst du immer ein bisschen Kompromisse machen. Beispielsweise dieses Mainboard wäre jetzt was gewesen, was für mich nicht in Frage gekommen wäre, denn ich möchte unbedingt einen optischen Ausgang, einen optischen Soundausgang haben. Aber da gibt es andere Mainboards, die sind dann wahrscheinlich einen Ticken teurer. Aber da muss man einfach gucken, worauf man Wert legt. Deswegen, wie ich es am Anfang gesagt habe, man kann sich nicht unbedingt blind irgendwelche Zusammenstellungen kaufen, auch wenn die sich gut anhören. Man muss immer gucken, was will man. So nach dem Motto Grafik, Performance, Rechen, Performance. Will ich einen optischen Soundausgang haben? Lege ich Wert auf eine SSD und sowas in der Richtung? Also für mich war das Mainboard jetzt nichts. Aber ich glaube, die wenigsten Leute wollen wirklich einen optischen Soundausgang haben. Die schließen ihre Kopfhörer oder Boxen, was auch immer, wahrscheinlich einfach hier ganz normal an die Klinkeanschlüsse am Mainboard an. Ja, genau. Muss ja eben genau an die Anschlüsse gucken, intern, extern, was will man haben. Das hat alles, was man, das Nötigste, was man braucht. Wie gesagt, der standardmäßige PCI Express 16 für die Grafikkarte, 4x RAM. Irgendwie ein Header für Front-USB, ein bisschen was. Wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt ein USB-Typ C für was weiß ich dann oder SATA, 2 LANs, dementsprechend das zu kaufen. Wenn man sowas braucht, ja genau, da muss man sich einfach vorher überlegen, was braucht man.
Das können wir jetzt aber nicht wissen und das kann keiner wissen, der im Internet irgendwelche Zusammenstellungen postet. Deswegen müsst ihr euch das immer vorher nochmal genau angucken, dass er am Ende nicht blöd dasteht. Aber man kann sich bloß Anregungen holen und das ist ja das, was ich im Endeffekt für meinen Rechner hier auch gemacht habe. Ja, ich habe mir auch Anregungen geholt, angeguckt, was gibt's so alles und mir dann die Komponenten gekauft, wo ich sage, hey, davon profitiere ich, davon habe ich was, wie zum Beispiel ein Mainboard mit 10 Gigabit Interface drauf. Braucht zwar kein Mensch, aber ich habe einen 10 Gigabit Switch, also warum nicht? Wer kann, der kann. So, das nächste ist ein Teil, das könnte man sich sparen, wenn es wirklich auf den letzten Euro ankommt, denn das ist ein Boxed, eine Box-CPU mit Kühler dabei. Es gibt bei den aktuellen Coffee Lake CPUs Box-CPUs, die haben keinen Kühler dabei. Zum Beispiel der 8700K, den ich habe, der ist zwar auch boxed, wie man hier sieht, boxed, aber der ist ohne Kühler. Aber der hier ist mit Kühler. Ja, steht hier auch irgendwo da dabei. Irgendwo Kühler, CPU-Kühler, inklusive CPU-Kühler. Da unten und steht's. Der Intel-Standard-Kühler ist gar nicht mal so schlecht inzwischen. Klar, unter Volllast wird man ihn wahrscheinlich hören. Allerdings weit weg von den Turbinen, was so Boxlüfter früher mal waren. Ja. Man sieht ja auch, eine maximale Verlustleistung von 65 Watt, ja, praxisweit drunter. Das kann man inzwischen mit dem Boxlüfter gut abführen. Allerdings, wenn man die 30 Euro übrig hat und einen gescheiter Kühler drauf, der auch unter Last schön leise bleibt, hat noch nie geschadet. Diese Be Quiet Pure Rock Dinger sind auch relativ beliebt. Das habe ich in vielen Tests habe ich das Ding gesehen und auch in vielen Empfehlungen bisher schon. Also das scheint nicht der totale Mist zu sein. Da muss man, was man bei Lüftern generell so ein bisschen gucken muss, ist natürlich immer, wie ist das Layout vom Mainboard, wie ist das im Gehäuse. Also wenn man sich jetzt so mega fette Dinger kauft, wie beispielsweise hier es gibt ja noch einen größeren, wie ich habe. Es gibt hier noch, ich habe den Noctua NHD15S und es gibt auch den Noctua NHD15, der hat nochmal einen extra Lüfter. Und die sind teilweise so fett, diese Kühler, dass sie mit dem RAM zusammenstoßen oder hier an die über den Grafikkartenslot überdecken und teilweise nicht in die Gehäuse richtig reinpassen. Wie sieht's hier aus? Hat man da irgendwelche Probleme zu befürchten? Nee, der ist schön kompakt, 120 mm Lüfter. Ins Gehäuse passen, glaube ich, bis 150 mm. Der Lüfter hat eine Höhe von 155 mm und ins Gehäuse passen, glaube ich, 160. Und sonst ist der schön schmal, der sollte mit dem RAM nicht zusammenstoßen. Also mit dem RAM ja eh keinen, zumindest sollte man es vermeiden, hohen zu kaufen mit irgendwelchen Kühlrippen obendran. Die stören eher nur, als dass sie helfen. Oder RGB-Beleuchtung oben drauf. Ja. Das stimmt schon. So, gibt es zum Gehäuse was zu sagen? Bitphoenix, die machen eigentlich ganz brauchbare Gehäuse, ist halt 30 Euro, kann man jetzt halt nichts qualitativ Hochwertiges erwarten. Es ist nicht schlecht, es ist nicht billig, es ist halt günstig, es erfüllt seinen Zweck, man kann alles reinbauen, passt alles rein, sieht halbwegs gut aus, schön schlicht. Ja, ich mach das gerade mal auf hier, sieht man. Ja, das sieht ziemlich gehäusig aus halt einfach. Er sieht vor allem, wo man teilweise immer noch drauf achten muss, wenn man so ganz mega billige China-Gehäuse von AliExpress kaufen will oder sowas. Gibt ja Leute, die machen sowas. Da hast du teilweise immer noch Ecken drin, woran du dich schneidest. Das ist hier jetzt, hier sieht das natürlich viel besser aus und ordentlich. Da gibt's eigentlich nichts zu meckern. Das sieht echt brauchbar aus. Ist halt ein Gehäuse, ja. Ich meine, man muss nicht unbedingt für ein Gehäuse 106 Euro ausgeben. Das ist total überzogen. Deswegen würde ich auch keinem empfehlen, sich einfach mal eine Rechnerzusammenstellung zu holen. So, Gehäuse. Dann haben wir als nächstes das Netzteil. Ja, auch ein Be Quiet Pure Power 10, 400 Watt. Auch wieder gut und günstig mit gut 50 Euro. Ich habe so eine Daumenregel, wenn es ums Netzteil geht. Praktisch die Wattanzahl durch 10. Es sollte der Mindestpreis sein, den man für das Netzteil ausgibt. Das heißt, wenn man 400 Watt Netzteil kauft, sollte man mindestens 40 Euro für einplanen, um halbwegs was Brauchbares zu bekommen. Klar gibt es immer noch Unterschiede und schwarze Schafe, aber das ist so meine Daumenregel, wenn es nach Netzteilen geht. Und man sieht hier, wir sind hier 6 Euro drüber. Vorher denke ich mal, ist das ein ganz guter Deal. Und Be Quiet hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie brauchbare Netzteile bauen. Die machen ordentliche Netzteile, ja. Ich habe auch ein Be Quiet. Ich hatte in den letzten 3 Rechnern Be Quiet. Also ja, das Zeug auch eins ist mir nie was
Und die letzten vier Rechnern sogar, und es ist noch nie was kaputt gegangen. Klar, es gibt immer Einzelfälle, von denen man hört, aber kein Hersteller baut Sachen, die hundertprozentig immer bei jedem, überall, jedes Teil funktioniert. Aber wie es quiet, ist kein LC-Power. Ja, es ist kein Billig-China-Ding. Das stimmt. Dann auch eine Sache, die immer wieder kommt, ist, und die sich hartnäckig hält, kannst du dich noch dran erinnern, wo wir die erste PC-Kaufberatung gemacht haben? Da haben ganz viele Leute geschrieben, das ist mittlerweile besser geworden, ja, das Netzteil wäre zu schwach, das reicht da nicht. Nee, 400 Watt lang für den Rechner vollkommen. Ja, da muss man diese ganzen übertriebenen 800, sonst was Dinger, das braucht eh kaum einer. Ich meine, wenn man sagt, okay, ich kaufe für die Zukunft und sagt, okay, ich will dann irgendwann mal aufrüsten, statt einer Grafikkarte dann anstatt in 2 Jahren durch eine gleichwertige ersetzen, auch eine Nummer größer, kann man sagen, okay, man gibt nochmal 10 Euro mehr aus und kauft sich die 500 Watt Variante. Ja. Aber das ist ja praktisch der Tenor bei unserer Zusammenstellung. Alles anpassen, wie man, wie es einem braucht. Jedes Teil nochmal überlegen. Ja. Zumal die Sachen ja eher stromsparender geworden sind die letzten Jahre. Das heißt, wenn sich der Trend so fortsetzt, reicht das Netzteil wahrscheinlich dann auch für die nächste Grafikkarte auch noch aus. Und man muss sagen, ich habe auch in meinem hier Rechner, den ich hier stehen habe, ich hab mir zwar ein 650 Watt Netzteil gekauft, aber das ist eigentlich auch schon total überdimensioniert. Nee, ich habe bei mir 500 drin und ich habe einen übertakteten i7 und TX780 drin, die übertaktet ist. Und das Netzteil, also ich glaube, ich habe mal gemessen, primärseitig, also mit Netzteilverlust, bin ich glaube ich bei 380 Watt oder so. Ja. Also das hält sich doch echt in Grenzen. Also das reicht auf jeden Fall. So, da mache ich mal den ganzen Krempel hier zu. Da haben wir die nächste Zusammenstellung. Das ist jetzt 1:1 ein AMD-System, so wie das im Computerbase-Forum so als Basis für weitere Experimente empfohlen wird. Die haben so einen, ich kann das auch nochmal verlinken, das Computerbase-Forum, die haben so einen Thread mit immer recht aktuellen, ganz guten Zusammenstellungen, das aktualisiert wird, also sprich, diesen Thread gibt es ja auch schon ewig oder gibt es immer wieder eine Neuauflage davon. Da haben wir uns jetzt mal das 900 Euro AMD-System rausgegriffen. Und das ist auch das erste AMD-System, was wir, glaube ich, je vorgestellt haben, oder? Ja, also mit CPU-AMD. Ja. Sonst haben wir immer ja Grafikkarten von AMDs mit dabei. Das ist diesmal nicht so. Alle Systeme von uns haben Nvidia-Grafikkarten. Einfach weil durch die Nachwirkungen von diesem Mining-Hype AMD-Grafikkarten immer noch recht teuer sind, beziehungsweise die Vegas, die neuen, nicht wirklich verfügbar sind, beziehungsweise nur im Referenzdesign und auch nicht wirklich die Performance für den Preis abliefern, was man sich dann im Vorfeld erhofft hatte von den Dingern. Oh. Man merkt dass AMD sich mit diesem HBM-Speicher ein bisschen verkalkuliert hat. Der ist einfach zu teuer und die Margen sind halt nicht hoch genug, um wirklich mit dem, ich sag mal, lang erprobten GDDR5 mitzuhalten. Deswegen sind bei uns nur Nvidia-Grafikkarten drin in den System. Ja. Wenn jetzt jemand unglaublicher AMD-Fan ist und unbedingt CPU und Grafikkarte, was Schwachsinn ist, wohl nochmal angemerkt, haben möchte von AMD, also man muss nicht, das ist ja immer wieder, kommt das ja so, Grafikkarte und CPU und so nach dem Motto, wenn beides von AMD, dann ist das viel toller. Hey, wenn einer super großer AMD-Fan ist, AMD aus irgendwelchen Gründen unbedingt supporten will und sich auch eine AMD-Grafikkarte kaufen will, kann er das gerne machen. Aber wir sind da relativ unvoreingenommen. Ich hatte letzten Jahr, Intel-Grafikkarten hatte ich auch, ja. AMD-Grafikkarten, hauptsächlich Nvidia-Grafikkarten, jetzt in letzter Zeit natürlich, auch dadurch, dass ich die letzten paar Grafikkarten von Nvidia glücklicherweise so bekommen habe. Und plus AMD-CPUs hatte ich schon eine ganze Weile nicht mehr, das ist jetzt echt Premiere. Zu SSD gibt es nichts zu sagen, ist die gleiche SSD wie im 600-Euro-Rechner. Ja. Aber zur CPU, warum ausgerechnet den AMD Ryzen 5600? 1600. Ryzen 5600, ja. Weil 6 Kerne, das ist ja die große Neuerung dieses Jahres, dass die 6 Kerne in den, sagen wir, normalen Markt vorgedrungen sind. AMD hat vorgelegt und der 1600er hat eben hier, denke ich mal, noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich zum 1600X, der ist zwar ein paar Megahertz schneller, allerdings ist es bei AMD so, dass alle übertaktbar sind und nicht nur wie bei Intel ein paar. Das heißt, wenn man Hand anlegen will, halbwegs
sich Ahnung von hat, bis man sich dran traut, kann man den 1600er ohne Probleme auf das Niveau von 1600X bringen, sogar noch drüber, und spart sich eben dann die 20, 30 Euro zum 1600X. Deswegen würde ich hier den 1600er nehmen. Das muss man vielleicht bei Intel auch nochmal sagen, da kannst du nur die Sachen, zumindest per Multiplikator, kannst du nur die K-CPUs übertacken. Das nur mal so am Rande noch erwähnt. Das heißt, bei unserem 600-Euro-Rechner ist damit übertacken nicht viel. Da kann man ein bisschen rumspielen mit, wie nennt sich das dann? FSB? Heißt es immer noch FSB? Nee, wie heißt das? BLCK Basic Clock, irgendwie sowas. Ja, da kannst du noch ein bisschen an dem Base-Takt rumspielen, mit dem dann alles läuft. Aber da ist man relativ schnell am Ende und das System instabil. Was noch für den AMD in dem Fall spricht im Vergleich zum Intel i5, ist, dass der AMD mit Hyper-Threading kommt. Das heißt, der kommt wirklich mit 12 Threads, was durchaus ein Vorteil sein kann, weil eben mehr Threads ist immer besser. Und auch wenn man den Intel anschaut, der rein, wenn man sich Frames pro Sekunde anschaut, schneller ist wie der Ryzen, zeigen, wenn man sich die Frametimes anschaut, dass die Frametimes auf dem AMD-System durchaus konstanter sind, weil man eben durch die 6 Extra-Threads irgendwelche Windows-Sprenzchen oder wenn man wirklich was im Hintergrund offen hat, ein Browser oder so, man diese Lastspitzen besser abfangen kann. Ja. Das heißt, man hat zwar, wenn man praktisch den nicht übertaktet so einbaut, zwar weniger FPS pro Sekunde, dafür eventuell gleichmäßiger. Okay, deswegen will ich jetzt mal behaupten, es gibt in dem Fall keinen Gewinner. Es ist in dem Preisbereich meiner Meinung nach im Moment relativ egal, ob man den AMD oder den Intel kauft. Also du meinst jetzt den hier einmal den, 1000, den Ryzen 1600 gegen den i5-8400. Genau. Mhm. Eben, sagen wir mal, der Ryzen, für den spricht die Übertaktbarkeit, die mehr Threads. Und durch die mehr Threads eine potenziell bessere Zukunftsfähigkeit. Für den Intel sprechen halt die im Moment tendenziell höheren FPS. Preislich, vor allem in Kombination mit dem Mainboard, der machen die sich nicht viel. Ja. Schwankt halt ein bisschen Preis auch rauf und runter. Beim AMD kriegt man, kosten die Mainboards ein paar Euro weniger. Aber im Grunde ist es an der Stelle meiner Meinung nach egal, was man kauft. Man kann sagen, okay, ich kaufe im AMD, weil ich AMD unterstützen will, und eben man sagt, okay, ich setze drauf, dass ich durch Übertakten und durch die 12 Threads länger lebt. Oder man sagt, ich kaufe den Intel, weil Intel halt. Gut, viele Leute sagen, hey, ich hatte die letzten 3 Jahre Intel, ich war damit zufrieden, das will ich jetzt wieder haben. Ja. Viele verbinden ja damit dann immer so, hat gut geklappt, das heißt, man hat ein gutes Gefühl dabei, und ich meine, jeder kauft sich gerne ein gutes Gefühl, weißt du? Es gibt viele Firmen, die verkaufen nur gutes Gefühl, ne? Die kriegst du gar nichts großartig dafür. Das ist sowieso ein wichtiger Punkt, weil es kann sein, wenn man irgendwas hat, die hat man mit dem jeweils anderen Produkt genauso. Allerdings, wenn man das andere Produkt hat, das man praktisch nicht, wo man kein gutes Gefühl hat, sage ich jetzt mal, dann denkt man, ach, hätte ich noch den anderen gekauft. Ja. Der ist nicht so. Das stimmt. Ja, also da, was einem lieber ist, im Endeffekt, man macht mit beiden Systemen nichts falsch. Ich habe jetzt zwar hauptsächlich das AMD-System gezeigt, aber ich zeige das Intel-System nochmal. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Das Einzige, was sich ändert, ist das Mainboard und halt die CPU. Ich meine, bei CPU ist es dann ein Core i5-8400 und halt mit einem Z370 Mainboard. Muss halt sein. Ist das Einzige, was es für Coffee Lakes CPUs zum gerade gibt. Wir gucken uns das Mainboard bei Intel nochmal kurz an. Wir sehen auch keinen optischen auch keinen optischen Soundausgang. Dafür ein bisschen mehr USB-Gedöns. Nee, es ist nicht das gleiche, was ich im 600 drin habe. Im 600 habe ich das MSI drin. Ja. Ja, doch, aber die geben sich beide nicht viel. Sind halt beide günstige Mainboards. Gucken wir uns nochmal das Mainboard an von AMD. Das hatte ich jetzt noch nicht offen. Das ist im Endeffekt von der Ausstattung her nahezu identisch. Klar, mal hier ein bisschen mehr USB, bei dem anderen USB-C. Na, man sieht's ja hier, dass hier hast du noch ein USB-C und hier hast du noch ein bisschen mehr normale USB. Was diese Z370-Plattform, das müssen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal ansprechen, was diese Z370-Plattform für Nachteile hat, erstens ist es im Endeffekt eine Neuauflage von der Z270-Plattform, und die aktuellen Intel-CPUs strotzen jetzt auch nicht gerade vor PCI-Express-Lanes, ne?
Nee. Wir haben alle ihre 16 plus die, ich glaube, 20 über den Chipsatz. Was man ein bisschen aufpassen muss bei den neuen Intel Mainboards, die haben zwar, der Sockel heißt gleich, wie von den beiden Generationen davor. Ja, Die sind auch ich sogar such's mechanisch gerade hier, gleich. aber Die ich sind find's sogar nicht. 1,15. mechanisch gleich. Das heißt, man kann eine alte CPU, also ein Kaby Lake oder so, also eine von den 6 oder 7000ern, mechanisch reinbauen. Ja. Allerdings ist die Pinbelegung anders, sodass sie nicht laufen. Ja, deswegen. Oh, fuck, wie heißt denn das jetzt? Heißt es, wisst ihr nicht? 1,151? Doch, oder? Doch, auch 1151 müsste das sein. Warum finde ich es nicht? Also, manche Hersteller umschreiben das dann auch als Sockel 1151 V2 und sowas. Also, da muss man halt genau gucken. Ja, da steht es doch hier: Sockel 1,151. Muss man halt genau gucken, dass diese Boards sind halt nur für Coffee Lake und die anderen nur für das davor. Ja, Muss, genau, das obwohl ist, der Sockel gleich ist. die Benamung ist echt total hängen geblieben. Das hat irgendwann, also die Theorie dahinter ist, dass Intel lang gedacht hat, dass sie mit die neuen CPUs mit dem alten System laufen lassen können, aber dann irgendwann gemerkt haben, die alten Sockel liefern für 6 Kerne nicht genug Strom. Aber dann war es schon zu spät, das Design zu ändern. Und deswegen haben sie dann so getricksen müssen mit dem Chipsatz, wo dann praktisch nur eine Softblockade drin ist, aber mechanisch eben. Sie haben ja, angeblich wurden ja auch irgendwie zwei, drei Pins an der CPU umbelegt und deswegen läuft das jetzt nicht. Wie auch immer es ist, letztendlich kann man da als Käufer eh nichts dran ändern. Wenn man sich eine Coffee Lake CPU holen will, muss es aktuell bis nächstes Jahr die neuen Sachen kommen, irgendwann mal. Weiß man schon wann? Nee, ne? Intel hat vom Quartal 1 2018 gesprochen. Das Ja, heißt, es gut. kann jetzt zum 1.1. kommen oder zum 31. März. Oder noch ein bisschen später, mal gucken. Zumindest kommt man da aktuell nicht drum herum. Aber muss sagen, es hat ja auch Vorteile. Die Plattform ist, auch wenn sie jetzt auf den ersten Blick neu ist, ist ja ausgereift. Du hast jetzt keine Probleme so nach dem Motto neue Mainboard beziehungsweise neue Chipsatz, neue Plattform an sich, die wieder irgendwelche Kinderkrankheiten hat. Da das im Endeffekt nur ein, nennen wir es mal, umgelabelter, bisschen upgegradeter Z270 ist, funktioniert der Scheiß einfach. Apropos Kinderkrankheiten, wenn wir schon dabei sind, auch wenn es schon ein halbes Jahr jetzt her ist, sollte man, wenn man sich für AMD entscheidet, prüfen, ob auf dem Mainboard das aktuellste BIOS drauf ist. Denn wenn es auch ein altes BIOS ist, aus den Anfangszeiten von Ryzen, kann es durchaus sein, dass die CPU so 20-30% zu langsam läuft. Okay. Ja, BIOS-Update würde ich eh immer machen, wenn das Ding neu ist. Erstmal BIOS-Update draufgeklatscht, bevor du irgendwie groß was einstellst, lässt einfach die Default-Settings, machst BIOS-Update. Mittlerweile ermöglichen es ja viele Mainboards sogar direkt übers BIOS quasi sich von der Herstellerseite das Neueste runterzuladen und zu flashen. Das ist schon viel einfacher geworden als früher, wo du dir Special-USB-Sticks oder noch früher Special-Disketten oder so machen musstest. Das klappt ganz gut. So, wir müssen mal kurz mit der Zusammenstellung weitermachen. Wie gesagt, Mainboard und CPU ist kein Unterschied zwischen der Zusammenstellung hier, zwischen Intel und AMD. Grafikkarte ist jetzt halt der nächste logische Schritt. Eine 1060. Bisschen übertaktet. Gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, halt eine 1060. Kostet halt Ja. mehr als eine 1050 und ist Dafür auch ein bisschen schneller. schneller. Ja, Ja. beziehungsweise auch Und schneller als eine mit 2 GB 1050 Ti. mehr Speicher, bisschen und halt alles, was eine Grafikkarte schneller macht, bisschen mehr Takt, bisschen mehr Recheneinheiten. Ja, Was? gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Halt Grafikkarte Grafikkarte und halt schneller als die günstigere Grafikkarte. Dann haben wir als, ne gut, Mainboard hatten wir halt. schon. Gehäuse, hier kann man auch variieren. Die haben jetzt hier irgendwie so einen Charkun. Das Das sieht würde halt ein bisschen ich mir über. futuristischer aus, wie das mit Ja, warte mal, ich Phoenix. zeig's mal. Ich finde bei Gehäuse. Wow, das sieht aber abgespaced aus, ja. Hat aber sogar noch was. Also, es sieht jetzt nicht ganz so abgedreht aus wie irgendwelche. Du hast ja so richtig Plastikgehäuse, teilweise dann noch mit Glasscheibe und so, die einfach aussehen, als fallen sie auseinander, wenn du mal dagegen stößt. Das sieht ja noch halbwegs robust aus hier. Da kann man aber natürlich auch variieren. Kann man gucken, was einem gefällt. Bei Gehäuse kann man jetzt auch nicht so viel verkehrt machen im Endeffekt. Ich würde aber nicht wirklich sparen. Also, ich würde jetzt nicht das Allerbilligste nehmen. Gehäuse sind aber eines der Sachen, die man natürlich am besten wiederverwenden kann von einem alten Rechner, wenn man den ausmisten will.
Das ist halt einfach Gehäuse, das geht halt einfach. Das Einzige, wo du da vielleicht Probleme hast, umso älter das Gehäuse ist, dass es vorne kein USB 3 oder 3.1 oder sowas dran hat, aber da gibt's ehrlich gesagt Schlimmeres. Oder man kauft sich halt hier für knapp 30 Euro das Gehäuse und gut ist. Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Man kann natürlich nach oben, gibt's immer, wie gesagt, man kann sich auch irgendein Fractal Design kaufen für 100 Euro. Muss es aber nicht sein, preis-leistungsmäßig ist das hier bestimmt nicht schlecht. Die, so. Wenn die halt größer werden, werden es halt schwerer, was dann eben Vibrationen dämpft, also Komfortfunktion, dass man eben schraubenlos einbauen kann oder besseres Kabelmanagement und bessere Lüfter verbaut und Dämpfungen drin und was weiß ich da alles da noch reinkommt. Ja, ja. Kabelmanagement ist ein gutes Stichwort. Haben die Netzteile bis jetzt noch nicht, die hier drin sind. Also die anderen, ich glaube, die 1400-Euro-Systeme haben das dann, müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt vorhin nicht drauf geachtet. Aber Kabelmanagement ist auf jeden Fall, das ist ein Luxusproblem, ja. Aber Kabelmanagement am Netzteil ist auf jeden Fall eine super Sache, dass man quasi nur die Stromkabel anschließt, die man braucht. Und dementsprechend ist der Luftfluss natürlich im Gehäuse besser, wenn weniger rumhängt. Man muss weniger mit Kabelbindern hantieren. Es ist einfach angenehm. So. Oder? Ja, was machst du irgendwie ich und stopft alles. Ich habe hier auch so ein Factor Design R4, da hat man irgendwie gefühlt 3 cm Platz zwischen Gehäuse hinten und stopft da alles rein, dann geht das auch. Also ich das ist... Ich habe zwar ein Kabelmanagement, allerdings durch die Wasserkühlung brauche ich, habe ich fast eh alle Stränge dran, weil ich... Okay. Ja, das kannst du hier oben schön einbauen. Also ich zeige hier nochmal das Gehäuse. Das ist mein absolutes Lieblingsgehäuse. Ich habe ein R4 und ein R5. Das ist aber auch schon, nennen wir es mal... Premium-Gehäuse, keine Ahnung. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das kostet halt einfach auch mal das Vierfache, 3 bis 4-fache von den anderen Gehäusen. Aber es ist ein geiles Gehäuse. Du hast massig Platz, du kommst hinten und vorne einfach dran. Du kannst hier relativ einfach dem Finger hier die Schrauben hier unten an den Slots drehen. Du hast die Festplatten zur Seite eingebaut. Man kann die Teile ziemlich easy rein und raus stecken. Also sprich, man braucht da nicht wahnsinnig viel Kraft man schneidet sich nicht. Man hat hier so Kabeldurchführung. Es sind 2 relativ gute Lüfter dabei. Da kann ich auch nochmal bei Gehäuselüfter kann ich nochmal eine Empfehlung aussprechen. Und zwar, jetzt ist nicht welcher Gehäuselüfter, sondern wie man es machen sollte. Kannst du ja mal sagen, ob du das da das teilst, wie ich das sage. Ich würde empfehlen, man macht vorne 2 Reihen, die reinziehen und hinten einen, der rauspustet. Also sprich, dass du ein bisschen mehr hast, was reinpustet, als was rauspustet. Also sprich, dass du so minimalen Überdruck im Gehäuse hast und dementsprechend sich Staub nicht so leicht sammelt. Ja genau, vorne unten rein, hinten oben raus, ist so die Grundregel. 2 vorne rein oder zumindest den vorne schneller drehen lassen, am besten mit Staubfilter. Weil dadurch hat man, wie du erwähnt hast, den Überdruck und der Staub kommt wirklich nur durch die Lüfter rein, wird vom Staubfilter rausgefiltert, weil sonst immer, wenn man Unterdruck hat, saugt sich der Staub über all die Ritzen rein, das ist ja nie perfekt verschlossen und hat man nach einem halben Jahr überall Staub im Rechner. Ja, ich zeige hier nochmal das Gehäuse, was hier empfohlen wird für 30 Euro. Da ist natürlich, also Komfortfunktion ist natürlich hier jetzt ein bisschen gespart im Vergleich zu einem Gehäuse, was halt einfach 4-mal teurer ist. Ich sehe jetzt hier keine Staubfilter, um ehrlich zu sein, bei dem Charcoon vorne. Kann sein, ich weiß nicht, ob es Staub... Kann man nachrüsten. Doch, hat es dabei. Besonderheiten, Kabelmanagement, Staubfilter. Cool. Oh. Das ist für die Preisklasse aber echt gut. 28 Euro. Und Staubfilter ist wirklich sinnvoll. Deswegen, man sollte nicht den billigsten Scheiß kaufen, sowohl bei Netzteil als halt auch bei Gehäuse. Staubfilter ist wirklich sinnvoll. Du musst deinen Rechner nicht mehr sauber machen. Der geht einfach. Und jeder hatte schon mal einen Rechner, guckt er nach einem Jahr rein und stellt fest... die Kühlrippen von der CPU, vom CPU-Kühler sind da quasi einfach nur noch grau. So, weil halt Staub wie verrückt drauf ist. Deswegen Staubfilter sind wirklich gut, wenn man es dann so macht, dass mehr Lüfter reinziehen als rauspusten. Dann hast du ein bisschen Überdruck im Gehäuse, der Staub setzt sich nicht fest. Wunderbar. So. Ich würde sagen, nächstes, weil wir sind schon wieder eine halbe Stunde oder fast länger schon irgendwie am länger, Schätzen. Ja. Und das ist bei 50 Minuten her. Easy. Ach, Ding. Wir machen das immer so, wie sie labern, immer so lang. Ja, 1400. Ja. Ja, praktisch die Moment, wo bin Premium, ich? 1400, Premium-Klasse. Ja. Also nicht die übertriebenste High-End mit 1080 Ti. Allerdings 1080 kriegt man für 1400 Euro.
genauso wie jetzt ein i7 drin ist, beziehungsweise ein 8-Kerner AMD. Aber mal im Detail fangen wir mal. Was hast du offen, AMD oder Intel? Ich habe Intel offen. Okay, dann fangen wir mal mit dem Intel an. Ist der i7 8700 ohne K? Ich bin der Meinung, dass sich der 8700K nicht wirklich lohnt. Ich weiß, da widersprechen mir viel. Allerdings finde ich, wenn wir die 60, 70 Euro, die dazwischen liegen, finde ich, ist besser in die Grafikkarte investiert, weil wenn die 60 Euro den Unterschied zwischen, sage ich mal, der 1070 und der 1080 ausmachen, das heißt zwischen dem 870 und 870K, würde ich mir eher den 870er und die 1080 kaufen als umgekehrt. Weil in der Regel fährt man ja eher im GPU-Limit als im CPU-Limit und dann bringt die schnellere Grafikkarte halt. Also man muss sagen, das kostet einiges mehr. Also wenn ich das hier jetzt mal im Vergleich sehe, ich meine, ich habe ja ein 8700K, ich habe es ja live mitgekriegt, da ist kein, also beim 8700K ist kein Boxlüfter mit dabei. Beim 8700 ist einer mit dabei. Das heißt, man bezahlt um die 100 Euro schon mal mehr für die CPU. Aktuell sogar noch ein bisschen mehr, wenn man dann jetzt einen haben möchte. Man bezahlt um die 100 Euro mehr für die CPU. Plus, man braucht noch, und wenn man einen K kauft, will man natürlich auch ein bisschen übertakten, weil wozu hat man sonst einen K gekauft? Braucht man auch noch mal, sagen wir mal, für 50 Euro noch mal einen ordentlichen CPU-Löffel. Das heißt, du bezahlst 150 Euro mehr dafür, dass du halt einfach 8700K hast, den du dann noch ein bisschen höher takten kannst. Ja? Aber das sind 150 Euro, die sind dann halt weg für andere Sachen. Ja, natürlich übertakten, wenn man dann vor allem mit Köpfen auf die 5,1 Gigahertz auf allen Kernen kommt, hat man natürlich einen Vorsprung, der durchaus auch spürbar ist. Und ich sag mal, wenn man jetzt unbedingt die neuesten Spiele auf Ultra, auf 144 Hertz Monitoren flüssig mit 144 konstant haben will, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man ins CPU-Limit rennt, egal was man für eine Grafikkarte hat. Und dann natürlich jeder Megahertz zählt, aber das ist ja wieder, sag ich mal, so ein Enthusiastensystem, wo es dann nicht mehr um Preis-Leistung geht und die Systeme sollen ja halbwegs vernünftig sein. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn man jetzt nicht das letzte Quäntchen an Leistung haben will und wie gesagt, du hast ja selbst gemerkt, als du übertakten wolltest, wenn man wirklich 5, 5,1 Gigahertz kommen will, muss man köpfen. Und wer will schon seine, nicht jeder will das Risiko eingehen, seine 400 Euro CPU da zu schrotten, indem er so köpft und die Garantie damit, diese Gewährleistung ist ja sowieso weg, egal ob es jetzt läuft oder nicht. Kann ja auch durch andere Dinge kaputt gehen, so eine CPU. Deswegen bin ich hier eher auf Seite der CPU ohne K. Ich versuche es gerade irgendwo, ob ich es gerade auf Twitter noch finde. Ja, hier habe ich ein paar Bilder von, wo ich meine CPU geköpft habe. Das hier ist quasi der Tisch, nachdem ich die CPU geköpft habe. Sieht aus wie Sau. Es liegt massig Taschentücher herum. So, und hier ist ein Bild von der CPU, wo ich schon das Zeugs aus dem Kleber abgemacht habe. Und hier ist der Heatspreader und die CPU, nachdem ich es frisch aufgemacht habe. Also, ich habe geschwitzt. Ich habe wirklich geschwitzt. Bis das funktioniert hat. Und das Risiko, dass man seine CPU schrottet, besteht natürlich trotzdem, wenn man nicht aufpasst. Deswegen ist, ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Und man muss sagen, das Ganze muss halt zusammenpassen. Auch wenn das jetzt, wenn diese Zusammenstellung sich jetzt, oder die beiden Zusammenstellungen hier jetzt im Bereich 1400 Euro bewegen, geht dann natürlich immer noch mehr. Also sprich, das ist zwar, das würde ich schon so im High-End-Segment irgendwie ansiedeln, ja, also von der CPU her und natürlich auch von der Grafikkarte, aber natürlich kannst du immer noch einen oben draufsetzen mit einer 1080 Ti und dann auch einem 8700K. Dann sind wir ungefähr bei sowas, wie ich mir geholt habe hier für den Rechner, wo es dann aber, sag mal so, die Mehrleistung für das, was es mehr kostet, dann fast schon in keinem Verhältnis mehr steht. So. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? 8700 hatten wir. SSD ist wie gehabt die gleiche. Hier kann man natürlich sich überlegen, ob man, wenn man eh schon so viel Kohle ausgibt, ob man nicht vielleicht sogar noch eine größere SSD nimmt oder mal zumindest noch eine 4, 5, 6 Terabyte Platte dabei. Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ja. Bei der Grafikkarte sei vielleicht noch angemerkt, da ist jetzt der 1080 drin.
In dem Bereich zwischen 1070 und 1080 hat man durch die neue 1070 Ti im Moment relativ den Luxus, dass man sich praktisch genau die Grafikkarte für den Preis, den man will, raussuchen kann. Man kann sagen, okay, ich kaufe mir eine günstige Ja, 1070 du knackst oder ich irgendwie ein kaufe. bisschen. Was mache ich? Du hast ein bisschen geknackt eben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wieder weg ist, weil jetzt knackst du nicht mehr. Okay, müssen wir mal beobachten. Das kann mein Schreibtischstuhl sein, der knarzt ab und zu ein bisschen. Ah, ja, weil das hatte genau, also genau so hat sich das angehört. Ja, genau, 1070. Man kann man sich eine günstige 1070 kaufen oder eine teure 1070 mit gutem Kühler oder für den gleichen Preis eine günstige 1070 Ti. Oder man kauft sich eine gute 1070 Ti mit gutem Kühler oder für den gleichen Preis eine günstige 1080. Oder man kauft sich dann eine gute 1080 mit gutem Kühler. Das heißt, man kann sich perfekt zwischen, was weiß ich, wo es losgeht, 350 € und 550 € die Grafikkarte raussuchen für den Preis, den man ausgeben will. Und hat dann eben wunderbar die Wahl, nehme ich was leiseres, was ein Tick langsamer ist, oder nehme ich was langsameres, was ein, nehme ich was schnelleres, was ein Tick lauter ist, so rum. Ja. Muss mal gucken, wo wir wieder beim Thema sind. Man kann nicht einfach blind kaufen, man muss sich immer so ein bisschen informieren, was es gibt. Wer blind kauft, kann Glück haben, aber man kann auch jetzt nicht unbedingt, wenn man sich eine ordentliche Zusammenstellung kauft, kann man nicht so richtig in die Scheiße greifen, ja. Aber dass trotzdem dann die ein oder anderen Sachen halt sind, die einen stören. Und wenn man schon so viel Kohle ausgibt, und ich meine, 1400 € ist jetzt ja auch schon mal eine Hausnummer, dann sollte man noch gucken, dass es am optimalsten, wie es irgendwie doch nur geht, zu einem passt. Ja, gut, Mainboard. Halt ein Z370 Mainboard. Ich glaube, das ist das gleiche, wie wir vorher auch schon hatten, ne? Ja, wieder günstig, 110 € Ja. Gibt's. Einsteiger. Bei Mainboards gibt es bei der Z370 Plattform ja auch nach quasi kein Ende nach oben. Gibt es Mainboards für irgendwie bla bla bla, Godlike, irgendwas für 450 oder sonst was Euro. Total übertrieben, braucht echt kein Mensch meiner Ansicht nach, ja. Da sind auch so viele Special-Funktionen drauf, wo ich mich frage, wozu? Aber sowas hier ist schon ganz gut. Es sei denn, man hat halt wirklich die Anforderung, ich will einen optischen Ausgang, ich will ein 10-Gigabit-Interface, was auch immer, ja. Ich will so und so viel M2-Slots, irgendwie was in der Richtung. Oder wenn man wirklich übertakten will, dann muss man eben gucken, dass man gescheite Spannungsversorgung hat, vielleicht ein bisschen bessere Kühlung auf dem Spannungsrand da drauf hat. Da ist jetzt nur ein kleiner drauf. Das ist jetzt bei denen nicht das übertriebene Problem. Die verbrauchen ja fast nichts, die, also in Anführungszeichen fast nichts. Das heißt, da der kleine Kühlkörper langt da. Aber wenn man wirklich dann sagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Kabel übertakten, dann muss man eben auch gucken, gescheite Kühlung für die Spannungswandlung. Ja klar, du brauchst nicht nur, musst nicht nur deine CPU kühlen, das sollte allgemein in dem Gehäuse sich ja nirgendwo stauen. Das ist ja auch wichtig, ne? Weil ich meine, das regelt sonst ja auch irgendwann runter, wenn du dann deine Spannungswandler mit 120 Grad oder was auch immer da hast, dann das ist zumindest auch nicht gut für die Sachen. Und Nee, wenn nicht sich auf das Dauer. irgendwo staut, ist das eigentlich für keine Komponenten gut. Und beim Übertakten kommt es natürlich darauf an, dass alles mitspielt. Das bringt nichts, wenn du einen super CPU-Kühler drauf hast, aber dein Mainboard sonst nirgendwo einen Luftzug abkriegst. Deswegen haben ja auch selbst die super krassen Überübertakter mit flüssigem Stickstoff und so Zeug, selbst die haben Lüfter neben über ihrem Mainboard hängen. Dass halt die Sachen alle was abkriegen. Genau, und die teuren Mainboards fürs Übertakten haben dann durchaus auch mehr Optionen im BIOS, um Sachen mehr einzustellen. Das heißt, das ist wirklich Einsteigermodell für Nicht-Übertakter, für. Die einfach Wumms wollen, ja, die ordentlich Kohle ausgeben können, die ein ordentliches Budget haben, die Wumms wollen, die in Zukunft sicheren Rechner haben wollen, wo sie auch noch in 1, 2 Jahren die Sachen auf High spielen können oder halt auch mit vielen FPS. Da muss natürlich dann die Sache dazu passen. Also so ein 144 Hz-Monitor ist schon nicht verkehrt, wenn man sowas hat. Aber die Zusammenstellung ist einfach performance-technisch ziemlich gut dabei. So, und dann haben wir noch eine 1400 € auch wieder. Das ist wieder, wie das andere auch, die Zusammenstellung von Computer Base von einem 1400 € Rechner AMD. Genau, und da ist jetzt ein 8-Kerner drin mit 16 Threads, das heißt der Ryzen 7 mit 1700X. Und ich würde sagen, wenn man sich zwischen den beiden Systemen entscheiden müsste oder muss, würde ich sagen, wenn man primär zockt, also sage ich mal zu 80, 90%
95% das leistungsfähigste, was mit dem CPU abverlangt, zocken ist, würde ich den Intel nehmen. Einfach weil er pro Kern auch ein bisschen schneller ist, was vor allem, sage ich mal, für die Spiele, die jetzt nicht unbedingt 6 Threads mehr nutzen, sondern nur 4 oder 2, ja, eben dort besser ist. Den AMD eben dadurch, dass er 8 Kerne hat und 16 Threads für die, die ab und zu noch ein Video rendern. Das, oder ja, ja, nebenbei, also ich nebenbei, wie gesagt, Video rendern oder andere Aufgaben machen, die gut parallelisierbar sind. Da hat dann eben der Weiß mit seinen extra Threads die Nase vorne. Weil man den auch im Vergleich zu dem i7 von ihm eben auch wieder übertakten kann. Ja. Ja, das stimmt. Das ist der ist ein Turbo von 3,8, das heißt, den kann man auch hier noch auf 4 GHz 4,1 bringen. Ja, also da sind wir beim Thema, muss ich überlegen, was man machen will. Klar, wenn ich jetzt rein, sagen wir mal, für Video-Rendering und sowas, dann bringen die zwei Kerne mehr natürlich was. Man könnte jetzt auch sagen, hey, vielleicht, wie sieht es in Zukunft aus? Spiele profitieren immer mehr davon, quasi noch mehr Kerne zu haben. Das ist jetzt so ein bisschen Spekulation. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der 8700 auch mittlerweile 6 Kerne hat. Und das haben wir in dem Fall tatsächlich AMD zu verdanken, dass es jetzt Mainstream 6 Kerne von Intel gibt. Zumindest jetzt schon. Ja, wahrscheinlich hätte es sie erst nächstes Jahr gegeben. Aber dass Intel das jetzt vorgezogen hat, ist auf jeden Fall... Oh. Zeigt mal wieder, wie der freie Markt an sich funktionieren sollte. Das ist auf jeden Fall gut, dass AMD wieder mit dabei ist. Ja, und ich würde es AMD auch gönnen, dass sie, das, sag mal wieder hinkriegen, dass sie 1-2 Jahre, länger muss nicht unbedingt sein, aber 1-2 Jahre wirklich mal so Spitzenreiter sind und alle Leute sich wieder AMD-Systeme kaufen. Das hätte was, ja. Weil spätestens dann ist Intel ja wieder richtig unter Zugzwang und muss sagen, hey, jetzt müssen wir mal nicht nur unsere so Bestandsverwaltung irgendwie, Verwertung machen, so machen wir mal eine neue Generation mit 10% mehr Leistung, ein bisschen da, sondern muss Intel mal wieder was raushauen. Im Endeffekt können wir als Leute oder ihr, die zuguckt, die den Rechner kaufen wollen, eigentlich nur davon profitieren, wenn die sich da versuchen zu überbieten. Genau, weil Grafikkarten ja das Gleiche. Da sieht es im Moment noch ein bisschen dunkler aus, sage ich mal, als bei den CPUs. Haben sie mit Weißen ja wirklich wieder konkurrenzfähig was vorgelegt. Und bei den GPUs hoffe ich mal, dass sie das mit der nächsten Generation ihre Kinderkrankheit mit HBM da ausbügeln und auch wieder konkurrenzfähig zu Nvidia werden. Intel baut jetzt ja mit AMD zusammen irgendwie Grafikeinheiten oder so, habe ich gelesen. Ja. Ne? Ja. Aber die wissen halt auch, die müssen halt auch gucken, wo sie bleiben. Zumal es auch verdammt schwierig ist, denke ich mal, in diesem Bereich irgendwelche neuen Sachen rauszubringen, vor allem für Intel, ohne dass die in irgendwie Patentprobleme mit entweder AMD oder Nvidia geraten. Also vielleicht ist die Idee von Intel gar nicht so schlecht, mit AMD gemeinsame Sache zu machen, was Grafikkarten angeht. So, was haben wir hier sonst noch Schönes in diesem System? Dann haben wir, gut, halt ein Mainboard. Bisschen billiger jetzt wie das Intel Mainboard, aber halt Mainboard. Ich gucke mal wieder. Er hat fast die gleichen Anschlüsse wie das andere auch. Okay. Grafikkarte die gleiche, RAM der gleiche. Du hast aber einen Lüfter dabei. Oder beziehungsweise hier in dieser Zusammenstellung ist ein Lüfter dabei. Wenn die CPU ohne Kühler kommt, deswegen ist da einer mit dabei. Okay, ja. Da muss man natürlich drauf gucken. Also nur weil das Ding boxed ist, heißt ja mittlerweile nicht mehr, dass da auch ein Lüfter dabei ist. Wie gesagt, der 8700K hat auch keinen Lüfter dabei, wenn man sich einen kauft. Aber auf jeden Fall trotzdem boxed kaufen, auch wenn man sich einen extra Lüfter kauft, weil die Tray-Varianten, da hat man, das können zum einen gebrauchte sein und zum anderen hat man die deutlich schlechtere oder glaube sogar gar keine Garantie drauf. Deswegen die paar Euro mehr für den boxed ausgeben. Du meinst von Intel jetzt? Also bei AMD auch. Okay, okay. Ja gut, der Shop muss dir logischerweise die gesetzlich vorgeschriebene Garantie geben, aber wahrscheinlich kannst du da nicht zu Intel und... Ja, Gewährleistung ist was anderes wie Garantie. Ja, da hast du recht. Ja, das meine ich ja. Ja, also du musst, der Shop muss dir deine, sagen wir mal so 2 Jahre, wobei es sich ja nach den ersten 6 Monaten theoretisch umdreht, bla bla bla, ja, hast du recht, das ist natürlich was anderes. Die hat man immer auch, wenn man Tray kauft. Noch eine Sache, warum ich mir kein Tray kaufen würde. Und ich will jetzt keiner Seite was unterstellen. Deswegen muss ich gleich sagen, so Disclaimer, das machen sie bestimmt nicht. Aber es wäre ja theoretisch denkbar möglich, dass ein Shop, der beispielsweise pre-tested CPUs verkauft, dass der
Tray-CPUs nimmt, testet, quasi einfach mal übertaktet, nicht köpft oder sowas, einfach nur übertaktet und guckt, wie gut geht diese Tray-CPU und sich dann quasi die guten raussucht, um sie quasi für ihre Pre-Tested-CPUs zu verwenden und eben die nicht gut gehen, als normale Tray-CPUs verkauft. Ich will das keinem Shop unterstellen, allerdings die Gefahr besteht bei einem Tray eher als bei einem Box, weil Box ist zu. Ja, Box ist versiegelt mit Aufkleber und allem drum und dran. Das macht natürlich garantiert kein Shop so, ja. Aber ich würde mir auch auf jeden Fall eher einen Box holen als einen Tray. So, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ich meine, es gibt ein Gehäuse, diesmal ein Be Quiet-Gehäuse. Die Dinger sind eigentlich auch meistens ganz nice. Hier sind wir bei Gehäusen schon ein bisschen im höheren Bereich, bei 64 Euro. Dafür ist das auch eine ganze Ecke massiver. Es sind schon ordentliche Lüfter mit dabei. Man sieht, man kommt von allen Seiten gut dran. Die Festplatten sind hier ordentlich eingebaut zur Seite, dass man einfacher drankommt. Hat man halt, man kann oben theoretisch sogar, wenn ich das richtig sehe, hier eine Wasserkühlung einbauen. Also da hat man schon ein qualitativ hochwertigeres Gehäuse als bei den anderen. Das ist aber auch ein Punkt, an dem man, wenn man unbedingt will, wo man sich fragen muss, warum kauft man sich dann wirklich so einen High-End-Rechner, wenn man da wirklich unbedingt noch was sparen will, könnte man natürlich auch ein bisschen günstigeres Gehäuse nehmen. So. Bleibt eigentlich nur noch das Netzteil übrig. Im Prinzip das Gleiche, ne? Bloß halt ein bisschen stärker. Ja. Also sprich 500 Watt Netzteil anstatt 400, aber ja. An sich ist es das Gleiche. Ja, genau. Auch kein Kabelmanagement. Kann man sagen, okay, ich gebe nochmal ein paar Euro mehr aus. Ach, da ist auch kein Kabelmanagement dabei. Ah, nee, das ist interessant. Ja, nee, du hast recht, kein Kabelmanagement dabei. Ja. Braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Wenn man das doch haben will, ich finde es ganz, ganz nützlich. Ich zeige es nochmal, wie das aussieht mit Kabelmanagement. Aber man sieht es hier schon, das Netzteil kostet einfach mal das Doppelte bis 2,5-fache. Da sind wir bei 145 nur für das Netzteil. Ist natürlich auch ein bisschen stärker noch. Und hier sieht man, wie das bei einem Netzteil mit Kabelmanagement aussieht. Also sprich, man hat das Stromkabel, was halt so das Haupt-ATX-Dings Stromkabel da oder wie auch immer das heißt, das Fette, was halt in die Mitte muss, das ist natürlich noch fest dran, weil man braucht es immer, aber alle anderen Sachen hat man hier so als so Extension-Sachen. Hier oben kann man die SATA-Kabels anschließen. Hier unten ist, glaube ich, für Grafikkartenversorgung, zusätzliche CPU-Versorgung. Das ist hier unten und solche Sachen. Plus man könnte noch Lüfter und Zeug und Gedöns anschließen. Das ist dann aber schon so das Premium-Netzteil. Also wenn einem das wichtig ist, kann man sich natürlich noch ein Netzteil einpacken mit Kabelmanagement. Auch wenn man das nicht wirklich braucht. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde geschwätzt, war relativ ausführlich. Ich würde sagen, eine Stunde kann man viel erzählt. Für eine Stunde haben wir richtig viel erzählt. Ich finde, es war so ein Rundumschlag, auf was man aktuell gucken muss. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. Letzte Male war ja eindeutig, waren ja fast einstimmig alle der Meinung, das ist gut, wenn wir noch ein bisschen drumherum erzählen. Wir haben jetzt auch viel zu den aktuellen Plattformen erzählt, zu aktuellen Entwicklungen, so AMD und Intel und Gedöns und alles hin und her drumherum. Auch wichtige Sachen, wie ich finde, die man wissen sollte, wenn man sich einen neuen Rechner zusammenstellt, vor allem, wenn man vielleicht sogar den Rechner selbst zusammenbaut. Vielleicht können wir da noch eine Sache dazu sagen. Man kann natürlich auch sich einen Rechner selbst zusammenstellen, ohne ihn selbst zusammenzubauen. Ja, das geht natürlich auch. Es gibt Online-Shops, die das für einen machen, für eine gewisse Gebühr. Ja, da musst du halt alles bei einem Shop kaufen. Ja, in dem Fall hier sehe ich gerade, die haben hier mehr oder weniger alles bei Mindfactory, alles als günstigster Anbieter drin. Da könnte ich natürlich alles bei denen kaufen. Ich glaube, die haben auch einen Zusammenbauservice. Oder eben bei Alternate oder halt den üblichen Verdächtigen, so Case King oder sowas. Kann man das natürlich sich auch zusammenbauen lassen, was natürlich den Vorteil hat, wenn man nicht sich das nicht zutraut und es gibt dann irgendwelche Probleme mit dem Rechner, dann kann man immer noch sagen, hier, guck mal, Shop, ich habe ja diesen Rechner mehr oder weniger 1:1 bei euch fertig gekauft, guck doch mal, was da los ist. Vielleicht dann für einige auch noch interessant. Ja, genau. Dann habe ich noch kurz ein Schlusswort zu Grafikkarten, was mir gerade noch eingefallen ist. Wir haben ja jetzt hier nur die Nvidia-Grafikkarten drin, weil die eben zurzeit für den Preis die mehr FPS liefern. Was bei der Überlegung nicht in Betracht gezogen wurde, ist der zugehörige Monitor. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht auf einmal ganz anders aus, wenn man sich Sachen wie G-Sync oder FreeSync anguckt.
und man einfach sagen muss, dass G-Sync locker 150 bis 200 Euro mehr kostet wie ein vergleichbarer FreeSync-Monitor. Und man dann sich dann plötzlich, wenn man praktisch sich noch einen neuen Monitor dazu kauft und dieser Monitor eben FreeSync oder G-Sync haben muss, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis nicht plötzlich umkehrt. Okay. Und sich dann trotzdem, was weiß ich, eine RX580 oder eine Vega durchaus lohnen kann. Ja, wenn man da drauf Wert legt. Ja, meine persönliche Meinung zu G-Sync ist, ich bin jemand, der spielt lieber auf Low Details, obwohl ich ein 1080 habe, obwohl ich ein 8700 gehabt, ich spiele lieber auf Low Details und so viel FPS wie irgendwie geht. Ich brauche kein G-Sync. Klar, theoretisch hätte das immer noch theoretische Vorteile hätte das, ja, aber bei diesen FPS-Zahlen, also ich habe auch keinen G-Sync-Monitor. Und ich bin damit voll und ganz zufrieden und ich werde mir wahrscheinlich auch keinen G-Sync-Monitor kaufen. Ich hatte mal einen G-Sync-Monitor, ich habe es bei hohen FPS-Zahlen nicht gemerkt. Ja, das bringt ja dann eher was, wenn man dann weniger FPS hat. Vor allem, oder wenn es schwankt oder so. Genau, wobei so ein 144-Hertz-Monitor sowieso auch bei niedrigen FPS sich besser anfühlt, einfach weil er öfters refresht. Das heißt, die Latenzen generell keine werden, aber... Ja, und das ist ja heute auch schon preislich ohne Probleme drin. Und wenn man so einen teuren Rechner kauft, der natürlich auch die, der auch aktuelle Spiele, wenn man die Details ein bisschen runterstellt, auch ohne Probleme 140, teilweise 200, ich habe am aktuellen Call of Duty mit meinem neuen Rechner fast konstant 200, 250 FPS, mehr geht in dem Game auch nicht, dann lohnt sich das auf jeden Fall, einen 144-Hertz-Monitor zu kaufen, wenn man sich schon so einen tollen Rechner kauft. Aber ich denke mal, über Monitortechnik und generell Peripherie kann man eh noch mal eine Stunde drüber labern. Ja. Deswegen, bevor wir jetzt hier noch weiter abschweifen, würde ich mal sagen, machen wir mal Schluss. Machen wir Schluss. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. War, denke ich, ganz umfangreich. Alles Mögliche dabei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Kommentar reinschreiben, ob ihr sowas gerne noch öfter sehen wollt als einmal im Jahr. Gibt es ja schon öfters mal neue Entwicklungen, wo man was zu sagen muss. Und ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.